Ja, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Juhu! Ja, ich muss mich als allererstes bei zwei Parteien entschuldigen. Zum ersten bei allen, die jetzt Videos zu Aprilia SR50 erwartet haben. Ja, es tut mir leid, es war auch so geplant, aber sie hier kam leider dazwischen. Also es tut mir ernsthaft jetzt, es tut mir wirklich leid, dass der Plan sich so kurzfristig geändert hat. Aber, naja, Chatfoss und so, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, die Rezession auf das kleine Vorstellungsvideo war ja bombastisch und ich glaube, die meisten verzeihen es mir, dass ich das Projekt doch so kurzfristig geändert habe. Also deswegen zum einen Entschuldigung mal an die Aprilia SR50 Fahrer. Ich hoffe, sie werden trotzdem mein JetForce-Projekt gucken, auch wenn es jetzt doch kein Aprilia-Projekt werden wird. Die Aprilia ist verkauft jetzt wieder. Also ich habe keinen Gewinn gemacht. Ich habe sie genau zu dem Preis verkauft, wo ich sie gekauft habe. Und ich denke, das ist völlig in Ordnung. Zu meiner zweiten Entschuldigung. Meine zweite Entschuldigung geht an alle Frauen da draußen. Ich habe in meinem letzten Video etwas gesagt, was ich so nicht hätte sagen sollen. Ich hatte gesagt, ich hätte lieber meine damalige Freundin verkaufen sollen. Das war nicht explizit irgendwie, wie sagt man, sexistisch, ist das richtige Wort? Es war nicht sexistisch gemeint, es war nicht diskriminierend gemeint oder so gegen Frauen. Es war auch nicht irgendwie so gemeint, dass man Frauen irgendwie als Gegenstand sehen sollte oder dass ich als Frauen als Gegenstand sehe, die man verkaufen kann. Das Ganze war eher sarkastisch gemeint und vor allem war rein persönlich. Es war was rein Persönliches und hatte überhaupt nichts mit den Frauen auf dieser Welt zu tun. Aber man muss natürlich in YouTube-Videos aufpassen, was man sagt, weil alles kann immer ein bisschen anders verstanden werden, wie es eigentlich gemeint war. Und ja, das ist so eine Sache, die auch ich noch nicht so ganz drauf habe. Ich muss wirklich ein bisschen aufpassen, was ich sage, wie ich es sage. Es kann alles kann gegen dich verwendet werden. Also deswegen Entschuldigung an alle Frauen da draußen. War nicht so gemeint. Also, zur Chatforce. Bevor wir uns den Roller näher angucken, würde ich sagen, ich erzähle euch erstmal was. Das Ganze war nämlich so. Auf jeden Fall, am nächsten Morgen gucke ich so im Internet, sehe ich sie stehen. Ne? Stand sie drin für 650 oder 700? Ich glaube, 700 war es. 700, weiß nicht mehr genau. 700 oder 650 in dem Bereich. Und habe so ein bisschen gelesen und habe gelesen, ja, Roller hatte Motorschaden. Und ich denke mir, der mal angeschrieben, so pipapo, was wurde genau in dem Fahrzeug gemacht, wie ist der Stand und, dann hat er nur so kurz und knapp zurückgeschrieben, so ja, schau in Beschreibung, habe keine Zeit, bin bei Arbeit und so. Und dann, ich habe das irgendwie als schroff verstanden. Mir kam das irgendwie so schroff rüber und deswegen habe ich dann geschrieben, so ja, also falls er bereit ist, mir ein bisschen mehr über das Fahrzeug zu sagen und falls er das Fahrzeug wirklich ernsthaft verkaufen will, soll er sich doch gerne bei mir melden. Ich hätte Interesse. Wenn er läuft, würde ich 500 bezahlen. Und daraufhin hat er mich dann gleich angerufen. Das war allerdings auf der Mailbox, habe dann in der Mittagspause dort angerufen und er meinte so, ja, es tut ihm leid, es war nicht so gemeint, er ist gerade nur voll im Stress und so. War dann ganz nett am Telefon und freundlich und hat halt erklärt, dass der Roller eben von seinem Sohn gefahren wurde und der hatte dann Motorschaden und der Motor wurde gemacht. Und am Telefon habe ich gesagt, naja gut, springt er denn an? Sagt er, ja nein, springt nicht an. Und ich sagte, ja gut, wir kommen vorbei und gucken uns den an. Und dann dachte ich, okay, 500 Euro, hat er gesagt, ja komm, kannst du mitnehmen. Am Telefon, ich dachte, ja, schauen wir uns das Ding mal an, da kann man bestimmt was runterhandeln. So, ich habe schon so meine Fühler ausgestreckt, sagen wir mal, so, wo gucke ich, wo kann ich noch Preis drücken und so. Das Lustige war, das Fahrzeug, als wir dann dort waren, sprang das Fahrzeug an. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch bei meinem Kumpel Pascal bedanken. Ohne ihn wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, das Fahrzeug so schnell zu holen. Das Fahrzeug war erst 10 Stunden oder so bei eBay Kleinanzeigen drin und hatte schon über 165.000 Aufrufe.
Quatsch, über 100, 165 Aufrufe, nicht 1000, sondern 165 Aufrufe in 10 Stunden, also das Interesse war groß an dem Fahrzeug. Wäre schon irgendwie geil und so, aber ich habe jetzt nicht das Geld und so. Meinte er, ey, kein Problem, fahren wir hin, holen den. Und dann wie gesagt, ja toll, ich habe jetzt keine 500 Euro parat. Ja, kein Problem, ich leg dir das aus. Und dann sind wir wirklich, also wir arbeiten auch zusammen, dann sind wir dorthin kutschiert. Er ist kurz zum Friseur noch gegangen und umziehen und ich habe auch kurz noch daheim umgezogen. Dann ist er vorbeigekommen mit dem Anhänger von seinen Eltern und dem Auto von seinen Eltern. Und dann haben wir das Fahrzeug geholt. Und sind da quer durch die Pampa. Wir sind irgendwie über eine Stunde oder zwei Stunden, keine Ahnung. Wir waren ewig unterwegs in der größten Einöde. Wir sind verloren, wenn das Auto hier stehen bleibt, oder sind wir verloren? Siegelau. Also wenn das Auto hier stehen bleibt, dann haben wir echt verkackt. Jo. Dass hier Menschen leben. Fakt war dann am Endeffekt, dass der Roller nicht so einfach reinging. Also wir mussten die Klappe vom Anhänger hinten und die ging nicht mehr zu, ne? Weil der halbe Reifen hinten raus stand. Wir haben den Roller mit irgendwelchen billigen Obi-Spanngurten festgezurrt und dann die Klappe mit dicken Stromkabeln festgebunden, dass die irgendwie oben bleibt, weil wenn die unten gewesen wäre, ja auf der Straße geschliffen. Ja, auf jeden Fall, und das Ganze im Dunkeln, ne? Also riesen Respekt an diese schnelle Bereitschaft und vielen Dank. Also es ist wirklich mega geil, wenn man Freunde hat, auf die man sich spontan so verlassen kann. Dann haben wir sie geholt und auf der Autobahn sind wir bei jeder Raststätte, bei jedem Parkplatz sind wir wieder rausgefahren und haben erstmal nach den Kabelbindern geguckt und irgendwie sind zwei oder drei, nicht Kabelbindern, sondern Spanngurte, ne? Und zwei oder ich glaube sogar drei Spanngurte waren es, die sind gerissen, die sind einfach ne, billige Obi-Spanngurte, konnten den nicht wirklich halten. Und ja, wir haben es aber dann doch noch geschafft, so die Spanngurte haben wir dann so zusammengeknotet mit einem Achterknoten, der sich so ein Bergsteigerknoten, der sich dann fester zieht, weil wir hatten keine Spanngurte mehr, die sind alle gerissen. Und auf jeden Fall, Gott sei Dank, haben wir es dann noch geschafft. Zum Thema Motorschaden, ja. Ich habe das hier mal markiert. Das ist hier die Rechnung. Ich habe jetzt alle wichtigen Daten zugeklebt. Bankverbindungen, Adressen vom Vorbesitzer und von der Firma, weil ich ja nicht weiß, ob die Firma, die den neuen Motor eingebaut hat, hier adresslich genannt werden will im Internet. Deswegen habe ich das zugeklebt. Ne? Hier und so weiter. Das ist Rechnung. Motorschaden, Instand gesetzt und ausgeführte Teile erneuert. Ne? Hier ist X-Up, Scooter und BMX. Ne? So Rollerfachgeschäft. Das sieht man da wohl alles möglich gemacht. Zylinderkit, Peugeot, 50 Kubik, Chatforce oder Speedfight. Vario-Rollen, 16x13, 8,5 Gramm. Keilriemen hat er neuen bekommen. Malossi X, ne, Malossi, top. Dann Lager und SIM-Einsatz. Ich schreibe hier Simisatz KW, das bedeutet Lager und Simmerringe für die Kurbelwelle, Kurbelwellenlager und Simmerringe, weil wenn man einen Kolbenfresser hat, tut man auf jeden Fall die Kurbelwelle neu lagern, weil die durch diesen Kolbenfresser, ne, beschädigt werden könnten oder höchstwahrscheinlich sogar beschädigt sind durch die Hitze und durch die Gewalt, die dadurch entsteht, durch diesen Kolbenfresser, ne? Also ordentlich gemacht hier. Dann Dichtungsmittel, ne, Motor und so weiter, ne? Bremsgelege haben sie gewechselt. Ich schätze mal, das ist dann vorne und hinten, ne? Das heißt Satz. Ich schätze mal vorne und hinten. Dann Birnen haben sie getauscht. Schlauchschellen haben sie verbraucht, für was auch immer. Kühler Frostschutz. Ne, also Kühlwasser müssen sie ja natürlich neu machen. Teilreiniger, Bremsenreiniger, Schmierstoffe, Arbeitszeit haben sie hier berechnet. 50 Arbeitsstunden. Das sieht mich übel, Alter. 540 Euro, ne? Und das Ganze war, lasst mich mal kurz schauen, nicht, dass ich euch jetzt irgendwas zeige, aber wo war das Datum? Das stand, glaube ich, irgendwo hier drauf. Zum einen sehen wir hier oben, na, da steht der Name und so weiter vom Kunde, Peugeot Chevrolet 50, Kilometerstand war 8422 Kilometer, also der Zylinder hat jetzt ungefähr 800 Kilometer unten oder 1000 Kilometer circa hat der Zylinder jetzt unten, also ist schon eingefahren. Das Ganze
ich halte das mal hier so ein bisschen zu, war am 27.02.2015. Auf der Rückseite sieht man nochmal, bla bla bla, zusammen, Fahrzeug langsam einfahren, 500 Kilometer, genau richtig. 9538 Kilometer, also so 1100 Kilometer ungefähr hat der Zylinder unten, also ist gut eingefahren erstmal. Und deswegen habe ich gesagt, das ist der perfekte Roller für mich. Ich kann ihn optisch schön neu machen. Motor ist ganz jung, ganz knackfrisch. Und deswegen ist es eigentlich das perfekte Projekt für einen legalen Straßenroller, den ich neu aufhübschen will. Alles andere ist ziemlich mies, aber auch wieder nicht so mies. Ja, aber genauer anschauen tun wir uns den im nächsten Video. Auf jeden Fall hat dieses Fahrzeug 25er Papiere. Wir haben hier noch den Kaufvertrag auf der Rückseite, also alles ordnungsgemäß. Die Papiere, also wir haben keine 25er und 50er, nein, die 50er Originalpapiere wurden abgeändert. Ne? Gutachten, bla 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 bla, die wurden hier geändert. Sämtliche Daten wurden vom Landratsamt hier, von der Zulassungsbehörde geändert. Drehzahlen, Endgeschwindigkeit und. Das heißt, ich kann ihn aktuell nur als 25er anmelden. Er ist also tatsächlich momentan Mofa-Roller. Das ist ein kleines Problem. Ja gut, kleines Problem nicht. Ich habe ja Originalpapiere da, nur sie sind geändert. Jetzt muss ich das wieder zurückändern lassen, dass ich ihn als 50er anmelden kann. Das Problem ist, aktuell läuft er nicht. Also weil er hat keine Batterie. Sämtliche Flüssigkeiten sind leer. Er hat kein Öl drin. Kühlwasser ist fast leer. Er hat kein Benzin. Also so ziemlich alles, was an Flüssigkeiten drin ist, ist auf Minimum. Außer Bremsflüssigkeit, da weiß ich jetzt nicht. Ne? Es ist ein LeVinci ZX Handmade drauf. Der kommt aber weg. Mag den nicht. Ich habe mir überlegt, ich würde ihn vielleicht mal wieder so fit machen. Zündkerzenbild checken, gucken, wo könnten Drosseln sein. Und ihn so weit fit machen, dass er vielleicht mal 20 Kilometer fahren kann bis zum Zweiradhändler. Ich habe mit dem telefoniert. Der wird den Roller entdrosseln und der TÜV kommt einmal die Woche zu ihm, gibt ihm den Servusstempel und damit watschle ich mit diesem Servusstempel und meinen Fahrzeugpapieren zur Zulassungsstelle, lass die neuen Papiere aushändigen, gehe dann entweder zur Versicherung hin oder rufe die Versicherung an und sage, ey, hört zu, ich habe den Roller bei euch zugelassen als 25er, der hat jetzt, ist jetzt aber umgeändert auf 50, dann ändern die das in Versicherung schnell ab und dann kann ich den wiederholen. Das heißt, Roller einmal dorthin bringen und dann kann ich ihn wiederholen. Muss nicht den Roller irgendwie quer durch die Gegend schieben. Ist also beste. Nachteil ist, ich muss den Roller, obwohl ich ihn dieses Jahr zerlegen möchte, noch anmelden. Und ja, ich denke, ich habe jetzt erstmal alle wichtigen Daten und alles Wichtige rausgehauen. Ihr seid jetzt informiert, soweit wie ich informiert bin. Und alles Weitere werden wir uns dann zusammen angucken. Und ja, dann würde ich sagen, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Video. Euer Infinito. Tschüss.